Ja, natürlich auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zum letzten Mal für mich als offiziell als Oberbürgermeisterin der Stadt Rosenheim. Darf ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen für die würdevolle Begleitung wieder durch unsere Stadt. Viele Menschen haben gesehen, dass in Rosenheim Tradition zu Hause ist, dass wir Heimat pflegen und dass wir uns alle gemeinsam auf dieses wunderbare Fest im Jahr freuen. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie dabei waren und dass Sie weiterhin dabei sind, dass Sie uns begleiten durch die guten Stunden, durch weniger gute Stunden, aber ganz besonders durch die guten. Und dass wir gemeinsam zeigen, wie wichtig uns es ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Habt herzlichen Dank für all das. Ein weiterer Dank natürlich geht dem wirtschaftlichen Verband in allererster Linie, der dieses Fest wieder hervorragend organisiert hat. Dass das nicht so einfach ist, kann man in etwa abschätzen, denn viele, viele Veranstalter möchten gerne zu uns nach Rosenheim kommen. Wir haben nicht genug Platz, aber ihr macht das immer wieder ganz grandios und ich freue mich sehr, lieber Hermann Tomczyk, dass der wirtschaftliche Verband uns in diesem Jahr auch wieder vieles Neues zu zeigen hat und wir gesellschaftlich gemeinsam diese Wiesen feiern werden. Ich begrüße ganz besonders, und das kommt mir sehr, sehr von der Seele und vom Herzen, die vielen Polizistinnen und Polizisten, die uns auch in diesem Jahr wieder eine sichere Wiesen versprechen. Die Arbeit hier auf der Wiesen ist eine freiwillige Sache und hochverehrter Herr Präsident Koch, dass wir in Ruhe feiern können, dass wir Gemütlichkeit zeigen können, dass wir uns auf unsere Rosenheimer Polizei verlassen können, dafür ein ganz besonders herzliches Dankeschön und ich denke, das ist ein Riesenapplaus wert. Und ein herzliches Danke geht natürlich an unsere vielen Hilfsorganisationen, an unsere Freiwillige Feuerwehr, die wieder ehrenamtlich tätig ist, an das Rote Kreuz, die Malteser, an das THW, an unseren Baubetriebshof, die jeden Tag wieder dafür sorgen, dass wir auch eine saubere Wiese haben. Ein herzliches Dankeschön allen, die dafür Sorge tragen, dass wir uns wohlfühlen. Und jetzt wünsche ich ganz einfach allen, die hier heute arbeiten müssen, unseren beiden Brauereien, dem Flötzinger Bräu und dem Auerbräu, gute Geschäfte, nette Gäste, die viel vertragen und trotzdem lustig sind. Alles, alles Gute, den Festwirten natürlich auch, allen Firanten, gute Geschäfte in Rosenheim. Schön, dass Sie immer wieder da sind. Schön, dass Sie bei uns sind und auch einverstanden sind, dass wir eine familienfreundliche Wiese sein wollen mit familienfreundlichen Preisen. Euch allen einen wunderschönen Tag bei Kaiserwetter, ein herzliches Willkommen, 16 Tage in Rosenheim. Fremde und Einheimische, genießt die Zeit bei uns, sie ist wundervoll, wir freuen uns jetzt und damit darf ich die Wiesen 2019 für eröffnet erklären. Alles Gute! Ich muss gerade umgeschickt werden, weil ich muss mich stoßen.